Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Wir hören jetzt die lange Geschichte von Launa an. Willst du wissen? Ja, dann okay, dann erzähl's euch. Ich wollte eigentlich nur Elione wieder haben, aber die ganze Sache war nicht so einfach. Esther wurde von der Hexe Adele und dem verrückten Odin überrascht. Damals wollten sie Elione um jeden Preis erhalten. Ich konnte nicht einfach Tschüss sagen. Adele werde wütend, oder? Die Forschung dann gestoppt, oder? Dieser Mann dachte nur an sich. Uiuiui. Angriff. Aber während er für Adele arbeitete, hat er auch andere Sachen entwickelt. Das war eine Magieregulator-Versiegelungsanlage. Damit können wir vielleicht Adele besiegen. Außerdem musste ich den Anti-Adels helfen, die mich zur Elione geführt hatten. Wir sprachen mit den Anti-Adels. Am Ende blieben zwei Probleme. Das erste war die Beseitigung der großen Steinsäule, damit die Monster nicht mehr vom Mond her herunterfahren konnten. Sonst hätte sich die Sentra-Tragödie wiederholt. Das zweite war die Befreiung Esthers von Adele. Wir hatten sie tagelang geplant. Als Grundlage diente mein genialer Vorschlag. Wir gingen wieder zurück zur Lunanic Pantora Forschungsanlage. Wir wollten nur eines. Ja. Beginnt mal. Um die große Steinsäule zu bewegen, wurde nur die Tafel vom Pult aus gesteuert. Wir haben sie ins Meer geschickt. Danach, tschüss. Wow. Das war einfach. Aber Adele hat alles mitbekommen. Wir haben uns auf einen Kampf vorbereitet, um sie herzulocken. Adele kam wie erwartet. Was ist passiert? Die Täter sind hier hineingeflüchtet. Wohin? Sie sind da drin, Elione wurde als Geisel genommen. Ich wusste, dass sie hineingeht, sobald sie den Namen Elione hört. Glaubst du, dass ich darauf reinfalle? Adele hat gemerkt, dass Elione nur ein Hologramm war. Aber es war schon zu spät. Natürlich nicht, aber mein Plan ist immer... Perfekt! Kyrus wartet jetzt! Ha, da staunst du was? Die Hexe Adele hat uns unterschätzt, deswegen konnten wir sie überrumpeln. Wir haben es geschafft, aber wir wollten es dann nicht mit einer Hexe dekorieren. Darin waren wir uns alle einig. Biomüll muss getrennt werden. Umweltverschmutzung ist strafbar. Genau, wir wollten sie ganz weit weg haben. Ganz, ganz weit weg in den Weltraum.
Ragnarok. Damit fliege ich, Alter. Und so ungefähr war es. Naja, danach fing das Theater an. Es wurde ohne Ende diskutiert, was aus diesem Staat werden soll. Auf einmal war ich dann der Held und Revolutionär und zack war ich hier der Präsident. Martino wollte trotzdem alle Elione untersuchen und auseinandernehmen. Daher habe ich Elione alleine nach Windhill zurückgeschickt. Rainy ist gestorben und Elle wurde ins Kinderheim gebracht. Wenn ich damals zumindest mitgegangen wäre, hätte ich Rainy noch sehen können. Rainy war tot, Elione verschollen und ich hatte einen Job als Präsident. Ich habe gearbeitet, über dies und jenes nachgedacht und im Nu war die Zeit vergangen. Immerhin weiß ich, was ich getan habe, ob gut oder schlecht, ich bin dafür verantwortlich. Ich kenne jetzt den Plan, werde ich total peinlich auch nicht ganz. Übernimmt ihr den Auftrag? Ja. Okay. Jetzt geht's los, ab in den Ragnarok. Wir reden nochmal drinnen. Ich werde schon immer damit fliegen, das war mein Traum. Ja, ich glaube, Squall hat einen Mindfuck. So. Leute. Wir werden jetzt die Mission durchziehen. Jetzt nochmal zum Plan. Zunächst stürmen wir nun an die Pantora und retten Elione. Dann besiegen wir Adele. Die Hexe wird zwar noch schlafen, aber dann ist das ist uns jetzt egal. Eins ist zu beachten. Adele wird ihre Macht übertragen. Renoir, wirst du sie übernehmen? Geht in Ordnung. Okay. Wir warten, bis Artemisia in Renoir eindringt. Das ist bestimmt kein leichter Job. Schaffst du das, Renoir? Ja. Braves Kind. Anschließend schickt Elione die beiden in die Vergangenheit. Die Zeitkompresse beginnt. Elione wird Renoir zurückholen. Ihr werdet in der zeitkomprimierten Zeit in der Zukunft gehen. Artemis lebt in der Zukunft. Wir existieren drüben gar nicht. Wie können wir das am besten schaffen? Ihr müsst an euch selbst glauben. Ihr müsst an eure Feinde glauben. Wenn ihr an die Existenz der anderen glaubt, werden die anderen an eure Existenz glauben. Freundschaft schließen, sich lieben, geliebt werden. Kann man das alles allein? Nein, dazu gehören immer zwei. Was meint ihr? Wo seid ihr am liebsten? Wo wart ihr immer zusammen? Ihr müsst euch diesen Ort zusammen vorstellen. Stellt euch einen Ort vor, in den ihr zusammen ansteuert. Da wird alles klappen, ihr werdet diesen Ort erreichen. Egal in welcher Zeitepoche, für diese Mission braucht ihr Liebe, Mut und Freundschaft. Das ist unsere Mission, Liebe, Mut und Freundschaft. Viel Erfolg, Leute! Liebe, Freundschaft, das klingt kitschig, aber ein bisschen motiviert. Werdet ihr das schaffen? Wir werden es schaffen. Der und sein Knie. Und gleich ab geht's zu Lunari Pantora. Die irgendwo da hinten sein muss. Ja, genau da. Aber folge ich nochmal kurz ins Charakter. Ich will euch noch kurz was zeigen. Mit Laguna. Laguna ist ja noch drin. Da gibt es nämlich kleine zwei Dialoge, die was Bestimmtes andeuten sollten. Was ich aber schon gespoilert hatte. Dass Laguna der Sohn, der Vater ist von Squall. Ich weiß gar nicht, wieso so viele Leute das versuchen nur zu schätzen. Eigentlich ist das so ziemlich klar. Wir reden, wenn alles vorbei ist. Ich muss dir echt vieles erzählen. Aber nur, wenn du Bock hast, mir zuzuhören. Okay, das sagt schon was aus, aber Kyrus ist dann am besten. Du erinnerst deine Mutter. Du erinnerst deine Mutter. Also Wort war es ja. Er sagte ein Glück, dass du deinen Vater nicht erinnerst. Und Rainy ist die Mutter und der Vater ist Laguna. Deswegen sagte er auch, zum Glück erinnerst du nicht deinen Vater.
So, das war eigentlich so ziemlich der Punkt, den ich jetzt eigentlich zeigen wollte. Deswegen machen wir jetzt weiter. Ich zeige euch jetzt noch Rachin und Fujin, den Kampf. Dann beende ich den Part und dann kommt der nächste Part bis zum Schloss. Ja, ich versuche es bis zum Schloss hinzukriegen. Jetzt wird's dann voller Kraft voraus. Ob wir da halt durchkommen? Keine Sorge, keine Sorge. Sind die MGs und die Kanonen bereit? Sind bereit. Ich werde Bum Bum machen und ein riesiges Loch hineinbohren. Ein Schutzschild. Wir durchbrechen es einfach. Ja. Sollen wir fliegen? Nein. Ihr könnt da jederzeit wieder raus. Um ehrlich zu sein, ist es eigentlich auch gar nicht so schlimm, wenn wir ins Schloss gehen. Ich könnte eigentlich nachher auch wieder rausgehen, indem ich mit dem Kokobo latsche. Beim dritten Tor. Aber mein Problem ist einfach dahin, wieso sollte ich? Das wäre nur Zeitverschwendung. Das war Minecraft. Bestimmt sind das mal wieder die Seeds. Möglichkeit negativ. Diese Stimmen. Ah, also mal doch. Ryosuke, erstaunen. Gelegenheit. Genau, rückt mal Renoa raus. Blödsinn, Renoa bekommt ihr nicht. Wir holen uns Leone zurück. Ah, der wird auch nicht wieder wachen. Das ist mal unfair, ihr wollt mal so viel. Gespräch sich nur aus Rauben. Genau, mal los. Apropos Rauben. Das werde ich jetzt auch gleich machen. Mit Xell. Also Xell raubt Rachin, ich töte Rachin. Dann Xell klaut Fujin. Dann ich töte Fujin. Ja, lustig würde er wäre jetzt, wenn er Odile gekommen wäre. Nix. Oh, okay. Das ist natürlich blöd. Klau. Machen wir mal Medica auf Xell, dass er mal nicht mehr blind ist. Kasten müsste ich doch auch haben. Machen wir auch mal gleich auf Xell. Dass der schneller klauen kann. Komm, Xell, klau jetzt eigentlich. Dankeschön. So. Achso, Xell ist noch angekommen. Ja, dann töten wir mal Hachi. Der heilt ihn und der heilt ihn auch. Hammergeil. Das ist eine geile Voraussetzung. Heißt für mich eigentlich nur eins. Entschluss. Cypher helfen. Ach fuck, jetzt macht der auch echt noch Meteor. Hätte ich jetzt nicht mit Irwin und mit Ryosuke auf die Hand gekriegt. Aber egal, ich habe ja Protest. Und das Meteor ist ja echt schwach.
So, jetzt. Das hat ja mal gar nichts abgezogen. Mal was anderes. Halt das Futsche. Was war das jetzt? Solche, glaube ich. Okay, Futschen kann ich ja mindestens angreifen. Immerhin. Und du halt mal bitte Xel wieder. Ja, Schande. Futschen ist erledigt. Ja, scheiße. Dann muss ich halt GFs einsetzen. Geht schon mal mit ihm nicht. Oder Zauber. Hab ich einen Zauber, der gut ist? Machen wir Feuer. Na, jetzt ist es zusammen. Da im Hin. Das dauert mir zu lang. Du greifst dich selbst an. Du greifst ihn an. Du greifst dich auch nochmal selbst an. Aura. Na, danke. Mach mal dein Testament. Wow, das hat aber viel abgezogen. Ich glaube, das heilt sich. Ist ja. Scheiße. So, du Pissnecke. Stirb. Mantelschuss. Oh, hasta la vista, baby. Ja, das war's. Wieder mal verloren. Ihr habt voll Trophäenschüsse. Ja, 40%. Rückzug. Oh, okay, wir haben einen noch nicht verloren. So, jetzt muss ich mal ein Update machen, aber. Fangen wir mit Ideen an. Okay, Öko-Trippe hat er gleich. Anfangen. Okay. Ah, auch Öko-Trippe gleich. Okay. Mal anfeuern, dass das gleich fertig ist. Auto hast! Geil, wer hat den? Irwin. Scheiße. Okay, Phantomona ist fertig. Eviatan ist fertig. Ja, die ganze obere Reihe ist fertig. Okay. Ja. Ich will euch kurz noch Bix und Witgeld noch mal zeigen, die kommen hier nämlich auch noch mal vor. Kämpfen tut man aber gegen sie nicht mehr. Leider. Wäre witzig gewesen. Aber. Warum muss ich Befehle von diesem Greenhorn befolgen und Messgeräte testen? Dieses Greenhorn ist nun mal der Vorgesetzte. Verdammt, ich weiß, wenn ich kein Soldat wäre, bräuchte ich mir normalerweise sowas nicht gefallen zu lassen.
Ha, das ist mal richtig. Warum quittieren sie nicht einfach den Dienst? Registriertest du dafür einen Schwachsinn? Ha, war doch nur Spaß. Warum eigentlich nicht? Ich höre auf, ich quittiere den Dienst. What? Wettgehen, wir gehen, das begießen wir. Hä, ich auch? Natürlich, wir gehen. Moment mal. Wenn wir aufhören, kriegen wir auch keine Zeit mehr. Warum wäre das nicht früher eingefallen? So Leute, das war's mit diesem Part. Und beim nächsten Part geht einiges so ab. Wir sind ja bald fertig mit dem Spiel. Krass. Aber ich werde jetzt erstmal kurz noch Drachenzahn und Mondstein holen, um mir kurz noch Löwenherz und Exator, die Waffen, noch zu besorgen. Das werde ich privat natürlich machen. Wie immer. Und ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Part. Ciao.